Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute geht's mit einer fröhlichen Baggerfolge weiter nach dem Update. Da wir ja beim letzten Mal den Eimer ja nicht wirklich voll gekriegt haben, müssen wir mal zwei Folgen daraus machen, da sich das ja jetzt hinzieht. Ja, es ist leider noch ein bisschen dunkel, weil von 320 Dollar kriege ich nicht wirklich die Lichter gekauft. Verteiler und so habe ich schon, aber ich kann den Rest leider noch nicht kaufen. Weil ja, wie gesagt, die Spielstände nicht mehr so funktioniert hatten, wie sie sollten. Nach dem Update. Aber da können wir nichts gegen machen, dann fangen wir halt neu an. Vielleicht geht es ja jetzt durch die Goldverteilung besser, ich weiß es nicht. Muss gleich mal gucken in der Karte, da gibt es ja einen Zusatz, wo man wohl wie erkennen kann, wie das Gold wohl liegt oder wie auch immer. Ja. Also wirklich viel Gold haben wir nicht, aber viel bezahlt. Okay. Dann haben wir halt 836 im Minus. Das heißt, wir müssen jetzt gleich den Cleanout machen. Zur Bank fahren. Oder zum Schmied. Wir werden das Erz auch erstmal so verkaufen müssen, weil mit Schmelzen ist nichts. Dann sagt er nämlich an, wir hätten zu wenig Geld. Ja. Ich wollte nicht nur 70 oder 60% von dem Eimer waschen. Das ist jetzt natürlich doof. Und die Kosten auch für die Miete werden natürlich sofort abgezogen. Wie ihr gesehen habt. Da müssen wir mal gucken, wie wir dann zurande kommen. Und wie wir uns dann das Geld für die nächsten Maschinen verdienen. Den Radlader und Co. Weil wir wollen ja unbedingt zu den Tier 3 Sachen. Aber da hat sich auch einiges getan. Da muss ich mal gleich ins Handbuch schauen. Was dann da angesagt wird jetzt, ob das auch überarbeitet worden ist. Aber es war Mitternacht, würde ich sagen. Das heißt, das Geld wurde fällig. Das heißt, ich hatte wohl beim Organisieren, Neumachen zu viel Zeit verplempert. Einundachtzig. Eieieiei. Also Controller-Unterstützung hat ja das Spiel, aber geiler wäre auch ein Joystick, wa? Aber da müsste ich ja schon fast zwei Joysticks anschließen. Wäre auch doof. Ich habe ja nur einen. Das zieht, das zieht. Ich hätte vielleicht doch an der Hogpen erstmal noch ein bisschen mehr Geld verdienen sollen. Also anstatt sofort loszufahren, aber
Das Hin- und Herlaufen fand ich auch blöd jetzt. '96, eine Schaufel noch, dann wird's wohl hinhauen. Da müssen wir leider im Dunkeln den Cleanout machen. Das nutzt aber nichts. Oh, eine Schaufel noch, echt jetzt. Trüm, trüm, trüm. Bevor hier so, jetzt brauche ich aber den da. So. Wo ist denn jetzt mal ein Schlauch hingefallen? Da ist er doch. Der Teller? Ja. Oh, fliegt gleich der Eimer durch die Gegend erst rein. Ich glaube, ich stelle mal das Auto anders hin und mache es an. Den Eimer möchte ich wieder haben. So. Im Dunkeln. Erst rein. Ja, dann holen wir doch mal das Gold ein bisschen ran, wa? So, oh. Auf geht's. Oh, das war schon mal ein schöner Brocken. Wenn das so weitergeht, dann... Das wäre in Ordnung. Das Problem ist, das Licht ist nicht das Beste und wir sehen die Nuggets nicht. Ich glaube, das war's, oder?
So, auf zum Picken. Oh, der war nicht groß. Das Unzen, das wird aber nicht viel. Na, bin ich mal gespannt, was wir am Ende raus haben. Wo ist denn der andere jetzt? Ah, da. Ja, das war's. Der nächste. Ja, ein bisschen was haben wir noch im Eimer. Ich bin mal gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Also ich glaube nicht, dass es so viel wird. Es sei denn, da wäre jetzt noch so ein dicker Mega-Brockenball oder so. Oh, der war schon nett. Habe ich jetzt alle? Ja, habe ich. Uiuiui. Na, da bin ich immer gespannt. So, einmal noch. Ich glaube, da müssen wir das Geld erstmal wegbringen, weil sonst gehen wir pleite. Das dürfte reichen. Dann picken wir mal das erste da raus. Oh, jetzt sehe ich gerade nicht, wie viel da oben. Da lacht auch noch einer. Ja, im Dunkeln ist das nicht so schön. Aber die Geldnot macht es gerade notwendig.
Aber ich habe ja das Auto hingestellt. Also ihr dürftet eigentlich was sehen. Oh, naja, 3 Gramm. Besser als nichts. Aber warum da nicht mehr Unzen steht, weiß ich nicht. Haben sie geändert in Gramm? Habe ich jetzt alles? Ja. Ja, das war das. Jetzt fahren wir mal eben zum Schmied noch. Dass er uns das abnimmt. Und dann mal gucken, was wir dafür kriegen. Na, fahr doch. Blind. So ein kleines Steinchen, ey. Also für Aufnahmen ist die Dunkelheit hier wirklich nicht gut. Also ich sehe es gerade in der OBS-Vorschau. Aber dann müsst ihr euch mal eine oder zwei Folgen jetzt durch. Bis wir das Geld haben für Lampen. Damit wir auch weiter Nachtschicht einlegen können. Dass es hell genug ist. Ja, jetzt lad. Den Hintergrund. Aber schneller geworden sind die Ladezeiten trotzdem nicht. Oder es liegt an meiner Hardware. Könnt ihr euch aussuchen. So, da wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt bei dem kriegen. Für knappe 300 Gramm Erz verkaufen. Weil hier zeigt er mir, glaube ich, an dann zu wenig Geld oder so. Das wären 105 Dollar, wird das. Hab ich nicht. Dann verkaufen wir ihm mal das Erz zu 42,90. Das ist ja nicht viel. 9342. Ich glaube, dafür kriegen wir noch nicht mal den Waschtisch. Bin mir aber nicht sicher. Wir sollten vielleicht mal gucken fahren. Dann brauchen wir das nämlich mal von Hand machen. Nein. Ja, Autofahren sollte man schon können. Aber ob wir uns das leisten können, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin.